Aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege des Freistaates Sachsen erhielten die Eigentümer der altehrwürdigen, aber dringend sanierungsbedürftigen Villa Falk eine Finanzspritze von über 115.000 Euro. Staatsminister Thomas Schmidt übergab am vergangenen Donnerstag den Fördermittelbescheid und informierte sich vor Ort über die denkmalgerechte Sanierung des Gebäudes. Weil wir bestimmt dann gerne noch ein bisschen Zeit haben wollen, um uns von der Schönheit dieses Hauses natürlich zu überzeugen, möchte ich Sie hier jetzt begrüßen zu diesem Termin, worüber ich mich erstmal persönlich sehr freue und ich glaube auch die Firma S&P, Herr Dr. Reusche, sehr dankbar ist, dass das eben damit auch anerkannt wird. Damit sprach Oberbürgermeisterin Konstanze Arndt dem Eigentümer und Bauingenieur der Villa Dr. Matthias Reuschel aus dem Herzen. Was kann es Schöneres geben, nicht um jeden Preis Neues errichten zu müssen, sagte dieser. Wir haben zuvor die große Chance, uns damit auseinanderzusetzen, was unsere Vorgänger im Beruf geleistet haben. Das war ohne Frage enorm. Aber für den Erhalt dieser Dinge braucht es nun einmal Geld und ohne Förderung geht es nur ganz selten. Thomas Schmidt, sächsischer Staatsminister für Regionalentwicklung, griff zum symbolischen Scheck. Deshalb darf ich den nur noch mal offiziell, es ist ja schon zugeschickt, aber offiziell darf ich den Fördermittelbescheid noch mal übergeben. Es sind 115.200 Euro. Wem gebe ich dir? Gebe ich's? Meiner Oberbürgermeisterin. Also. Dann viel Erfolg noch bei den weiteren, was hier vor ist. Vieles ist ja geschehen. Darf ich es gleich weiterreichen? Ja. Es bleibt ja nicht bei mir, sondern es soll ja der richtigen Nutzung zugeführt werden. Der Scheck wurde dann noch einmal weitergereicht. Anschließend wurden die anwesenden Gäste zunächst durch einen Beitrag unseres Senders und dann durch einen Vortrag über die Villa Falk zur Geschichte und dem Baufortgang unterrichtet. Auch die Nutzer der Villa hatten kurz Gelegenheit, sich vorzustellen. Vor dem dann folgenden Rundgang wollten wir wissen, was Dr. Reuschel nun mit den 115.000 Euro tun wird. Na gut, was wir damit anstellen, haben Gott sei Dank andere Menschen auch entschieden. Nämlich die Denkmalpflege, die hat uns finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt für ganz bestimmte Abschnitte in diesem Bau. Hier geht es jetzt darum, um die Restaurierung von historischen Decken und historischen Türen. Und insofern ist das nicht die Reihenfolge so, dass der Minister kommt und gibt Geld und dann fängt man an zu überlegen, was könnte man mit dem Geld machen, sondern es geht andersrum. Das Bauwerk hat eine Herausforderung. Wir analysieren das, dann gibt es einen ordentlichen Plan, genau über die Leistung. Und dann entscheidet die Denkmalpflege von Sachsen, ob sie da finanzielle Mittel zur Verfügung stellen kann. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass man so entschieden hat. Wie weit kommt man mit dem Betrag? Jeder, der zu Hause ist und eine Urlaubsplanung macht, und Sie würden Ihre Familienmitglieder fragen, ob es nicht auch noch ein bisschen was Besseres geben könnte, dann hätte man auch eine Idee. Hier geht es aber nicht um besser. Hier geht es darum, in dem Maße, wie wir die Mittel haben, können wir auch detailliert die historische Substanz auch erarbeiten. Und insofern ist es ja eine Abwägung, auf der einen Seite Zeit sich zu nehmen für den Denkmalschutz. Im Umkehrschluss muss es ja auch in eine Nutzung kommen. Und da sind wir ja ganz stolz, dass das Gründerzentrum bereits im Souterrain eingezogen ist. Also, dass man sozusagen sieht, dass Denkmäler eine absolut zeitorientierte Nutzung haben können. Und ja, wenn wir später noch was dazu bekommen, dann freut sich dieses Haus. Gibt es einen Nutzungsplan? Ja, also rein denkmalpflegerisch, bauseitig gibt es einen Plan. Und alles andere, was für die Nutzung geplant ist, da gibt es viele Interessenten, ja. Aber wir sind ja daran interessiert, dass es ein ausgewogenes Verhältnis im Gesamthaus gibt. Und auch eine Nutzung, die der Qualität des Denkmals entspricht. Also wir wollen schon ordentliche Wertschöpfung hier reinbekommen. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Aber insofern ist das noch nicht entschieden. Ganz logisch. Warum vor allem? Weil wir noch nicht genau wissen, wann wir wie weit fertig sind. Und ein späterer Nutzer braucht ja einen Starttermin. Vor und auch während des Termins wurde fleißig weitergebaut.
Das ist gerade Material für einen Estrich, der hier reingepumpt werden muss. Weil in unterschiedlichen Etagen sind wir unterschiedlich weit. Das ist bei historischen Gebäudesanierungen so. Da läuft nicht alles parallel, sondern der Schädigungsgrad ist ja unterschiedlich an einzelnen Stellen. Und dann ist sozusagen der Aufwand auch unterschiedlich. Und deswegen sind wir jetzt an einer Stelle so, wo wir jetzt gerade den Estrich noch mit reinpumpen. Das war das Geräusch. Und an anderer Stelle sind wir schon viel weiter.